Schweiz. Hey, hey, hey. Hier in Mainz unterwegs. Mit der Cam natürlich wieder. Könnt ihr mich sehen? Mikrofon sitzt auch. Schauen, dass es kurz richtig justiert ist. Richtig justiert ist hier. Nicht drauf. Sightseeing-Tour hier. Rechts der Deichmann. Ne, links der Deichmann in Tegern. Könnt ihr kennen, könnt ihr mich sehen. Was ist das? Uch. Ich fällt das nicht um, das Mikro, die Kamera. Also auch nicht runter. Schön. Rechts Butlers, auf der rechten Seite, Nordsee, auf der anderen Seite, Polizei. Komische Position, in der ich die Kamera halte, also mit dem Stativ in der Hand. Hier in der Mitte kann man es gut halten, ne? Fällt es auch nicht um. Man kann gut damit umlaufen. Ne? Ich laufe kurz mal runter an den Rein. Ich hoffe, dass es immer noch läuft. Es immer noch läuft, ja, 4 Minuten 53. Zu einem Rhein dort unten. Ich muss hier kurz abchecken. Für den perfekten Vlog. Ist ein bisschen schief, oder? Ist schief geraten. Ich heb das da nicht ab. Hier die Tom Ford-Brillen. Rechten Seite. Sehr stilistische, gute Brillen, wenn man sie erkennen kann. Kann man die Kamera nicht draufhalten, ne? Richtig guter Style. Für den Sommer, für den Beach-Flair.
du dich hier im Fubu-Shirt. Damon John, ein guter Kollege von mir. Damon John hier, der Fubu gestartet hat. Amerikanisches weltweit operierendes Unternehmen. Also Snipes hat auch die Klamotten im Portfolio, ja, also im Sortiment. Und vertreibt sie auch, ja, diese Klamotten von denen. Also von Fubu kann man erkennen, ne? Lässiger Style halt, lässiger Hip-Hopper-Style. Lässiger Hip-Hopper-Style. Und gute. Oh. Ist das die Kamera runterfällt, ne? Ich will das hier, dass das alles drauf ist. Ist gut festgetackert, gut festgehalten. Ja, ich war gerade stehen geblieben, lässiger Hip-Hopper-Style. Mit Kombination mit dem hier, ja. Also ich stell's kurz hin. Ich will kurz mal meinen Style abchecken. Kombination hier mit dem hier, ja. Habt ihr gesehen? Anzugshose. Fototasche ist dabei. Sitzt, alles ist fresh. Gehen wir nochmal ein bisschen. Kann man noch kurz raus? Gut, und jetzt kommt das Teil wieder mit. Hoch auf die Brücke und rüber. Dinge kaufen, ne? Also mir genehmigen. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Das hier. Ja. So verschiedene Dinge. Geburtstage. Dafür für besondere Anlässe. Ich laufe gerade aus. Oh, Zucker. Mit Mann. Ja, genau. Großartig. So, vielen Dank. Für andere Veranstaltungen. Ja, Sie können gerne ja durch, ja? Tschüss. Können Sie noch gerne, gibt es da jetzt eine Esther so? Oder einfach sagen Sie einfach nur, dass man einfach hier noch eine Packung sich nehmen soll? Ja, also man kann quasi rumlaufen, sich die Sachen anschauen und man kann erstmal probieren, ob man das Produkt auch gerne haben möchte, ja, und sich entscheiden kann. Genau. Dann laufe ich mal rum. Abfüllen oder so in der Art machen wir nicht. Dann koste ich mal etwas. Ich koste das und dann nehme ich dann eine Auswahl, mhm, ja, und das nehme ich dann auch, ja. Also was würden Sie denn sagen, was schmeckt Ihnen denn am besten? Ja? Was Ihnen am besten schmeckt, ja? Das sind so saure Produkte. Johannisbeeren zum Beispiel mit Fruchtsaft. Johannisbeeren mit Fruchtsaft. Genau, sauer ist es eben. Ich koste mir das. Ja? Johannisbeeren mit Fruchtsaftgeschmack, ja? Wenn die dann, von wo werden die geliefert? Macht ihr die selbst oder wie? Die werden selbst gemacht, genau. Die werden halt geliefert. Das ist Standort in Bayern. Dort werden die hergestellt und dann kommen die eben zu uns. Mit diesen
mit dieser Glasur, mit diesem Zucker. Genau. Leicht sauer. Leicht säuerlich, ja. Fruchtsaft, ja. Also das ist was ist das für ein genauer Geschmack? Johannisbeere mit, dabei. Also mit Traubensaft, ja? Nee, kein Traubensaft, das ist eher Fruchtsaft, das ist da drin. Und das rote Kurze und schwarze Johannisbeere. Und das präferieren Sie am meisten, ja? Das finde ich ganz gut, ja. Wobei hat man halt eine riesige Auswahl hier, deswegen kann man sich nicht gut entscheiden, sagen, das ist jetzt von Nummer 1. Es sind viele so auf Platz 1. Ich würde dann sagen, das ist eine unglaublich große Auswahl. Ja, deswegen. Das ist schwer, sich da festzulegen, genau. Ne? Aber ich würde dann einfach mal. Ich habe immer diese sauren Zungen-Dinger für mich gemacht. Ja. Haben Sie da immer saure Zungen und ähnliches in der Hand vorbereitet? Nicht saure Zungen, sondern saure Würmer. Das ist ja, dass Sie Würmer haben, die auch so ungefähr aussehen. Hier die Wände. Genau, die haben wir jetzt zum Beispiel. Ja, die. Aber die Top 3, was wird da, was ist am Top 3 das bestverkaufteste Produkt bei Ihnen? Das bestverkaufte Produkt, boah, das ist halt schon schwer festlegen. Also die Fruchtsaftprodukte sind halt immer sehr beliebt. Ja. Hier die Abteilung mit Fruchtsaft, was das Ganze mal fruchtiger und schön süß ist. Okay. Die Fruitsnacks hier unten, die sind auch sehr beliebt, weil die eben so ein bisschen fruchtiger sind, haben auch Fruchtstückchen drin. Mhm. Genau, sind halt jetzt nicht so süß wie die anderen. Genau, da hätte halt eben die Sorgenprodukte, die sind auch immer sehr, sehr gut dabei. Sorgenprodukte sind auch sehr gut. Ja. Dann koste ich mal dieses ein Weingummi ähnliches, ja? Haben Sie was? Weingummi? Ja. Ja, das schmeckt gut. Ja. Ich würde sagen, ich sage, ich bevorzuge dir diese sauren Schneckendinger. Wenn Sie die mir jetzt hier im Laden zeigen würden, welche Packung ist das? Die sauren Schneckendinger. Ja, diese, da unten steht Stärke, Fruchtsaft, saure Gurke. Ah, hier. Das meine ich, ja. Hier. Ja, genau. Die kosten wir und dann würde ich davon eine Packung runter haben. Mit einer anderen Packung noch eine andere Packung. Ne? Das ist eins. Danke. Dann würde ich aber ganz mal die Frauen und die Damen hier abholen. Machen wir das mal. Ich würde Okay. Wie gut der Geschmack. Yes, okay. Ein richtig guten Geschmack. Also nicht zu süß, nicht zu sauer, also perfekte Balance zwischen sauer und süß, ja. Yes. Nehmen wir jetzt, was nehme ich? Die rote Hosen. Ich lag doch bei denen hier richtig, oder? Das waren die Sie mir gerade gegeben haben, ja? Genau, die Johannisbeeren waren das. Ja, genau. Dann nehme ich davon eine Packung. Also die hier. Ist ja auch Johannisbeeren. Und, Weißt du, was abnehmen? Ja, und das andere war. Das war das andere. Andere war noch was anderes. Was war das andere? Schwer, wenn Sie haben so eine große Auswahl. Das ist immer dann schwer, dann sich dann genau festzulegen. Ja. Ne? Wenn Sie, was würden Sie mir empfehlen? Also ich habe immer ein Problem, mich festzulegen. Ja? Also was würden Sie jetzt sagen? Das nehmen Sie am besten und das sollten Sie am besten nehmen? Ja, wenn man sich
Fruchtsaftabteilung, ja. Müssen Sie auf jeden Fall ein Fruchtsaftprodukt mitnehmen, wie die Zootiere zum Beispiel. Die sind sehr süß, fruchtig und sind am Ende so leicht säuerlich. Und dann nehme ich davon eine Packung, ja? Ja. Sehr gut, ja. Haben Sie mir schon was gegeben? Achso, okay. Gut. Aus dem Ich komme auf jeden Fall wieder, ja? Ja, sehr gerne. Ich bin ja auch aus Mainz hier. Schönen Arbeitstag noch, ja? Vielen Dank, noch schönen Tag. Ja, dann schau. Wie heißt Sie? Wie heißt Ihr Account eigentlich? Sie müssen Jordan Brian Show eintippen. Ich habe noch nicht so viele Abonnenten, aber bei Instagram folgen mir schon mehr Leute, ja? Ah, okay. Sie müssen Jordan, wie die Schuhe, Brian, B-R-Y-N eingeben und dann Show, S-C-H-O-L-O-W. Okay. Und bei Instagram müssen Sie auch Jordan Brian eintippen, ja? Okay. J-O-R-D-A-N, okay. B-R-Y-A-N, ja? Da finden Sie mich direkt, ja? Okay. Ich habe meistens immer eine Story. Aktiv, wie heißen Sie dort? Auf Instagram? Ja. Boah, das ist so ein Privataccount. Aber YouTube ist öffentlich, ja? Einfach folgen, abonnieren, ja? Ja. Sehr gut, ja? Ciao, ciao, ja? So, das war's jetzt hier. Die Packung hier genehmigt, einmal die hier. Die Packung. Ne? Richtig fein gemacht. Hier ist es noch verstaut. Aus. Und ich war ja vorhin hier im Bärenladen und habe mir die Bärenpackung genehmigt. Auch guter Laden, ja. Also viel besser als Haribo. Also ich habe besser gesagt, Haribo ist ja die bekannteste Marke und das ist so eine kleinere Laden in dem Bereich. Die Haribos hier. Schmeckt halt gut. Eine Verkostung auch vorhin gemacht. Zwei Packungen geholt, einmal die und noch eine andere. Und wir haben verschiedene Haribos, verschiedene Sorten probiert. Aber die schmecken mit am besten. Also schauen, ich jetzt kurz rein. Schaut her. Boah, ist das lecker. Mhm. Nur aufpassen, dass man nicht zulegt. Ich bin ja jetzt bei meinen 75, 76 Kilogramm, 75,8 Kilogramm. Gutes Gewicht eingependelt. Ich will jetzt nicht wieder über die 80. Ich habe schon gesagt, dass ich weit über den 94 Kilogramm, dass ich weit über 90 war, also über 94. Und dann sukzessive halt, ich eine mehr oder weniger radikale Null-Diät, halt runter auf eine gute Figur, auf 75, 76 Kilogramm, mich runter, ich gehungert habe, aber gespart halt am Essen. Ja. Also das kommt ja auch dadurch, dass man solche Dinge nicht so oft isst, aber heute ist ein schöner Tag, ein sonniger Tag. Aber ich bin nur so ein Happen rein. Ja. Ich
akribisch am Lernen, ja. Mit dem iPad dabei. Das iPad ist dabei. Eine gute Brise hier. Gib mir hier. Ich komm zu den Kamera rein. Okay. Akribisch natürlich am Lernen. Parallel alle Dinge gleichzeitig am Abarbeiten. Man spart auch nicht an den an Ecken und Kanten. Oh, schön. Ne? Wie gesagt, den Kanal abonnieren. In der Beschreibung die Links. Snapchat, TikTok, Facebook, Instagram. Dich überall vertreten. Noch einen Abonnieren-Button klicken, ja? Also auf den roten Abonnieren-Button. Zuschauen. Mal auch abonnieren. Ist nicht lecker. Schmeckt das gut. In der lockeren Hose. Umlaufen. Jordan, wie die Schuhe, und Brian, wie Kobe Bryant, ohne T am Ende, also Brian, ja. Jordan Bryant Show hier. Ist das schön. Ja, ich muss. Ein bisschen näher. Da gibt es dann 1.550, das ist fast eine komplette Ration an Kalorien, die eine männliche Person braucht. Das sind ja mindestens, glaube ich, 1.500 Kalorien, die man essen sollte. Bei Frauen sind es 1.200, ja, 1.300. Bei Männern steht, sind es 1.500. Ja. Also wenn man sich dauerhaft in dem Bereich, in der Range 1.500, 1.600 aufhält, nimmt man natürlich ab und drüber ist es natürlich... Nimm mal zu, also, aber keiner, egal was für eine Statur, sollte weniger als 1.500 Kalorien essen. Also nicht gut geeignet, aber wenn man so eine ganze Packung gegessen hat, ist man da schon glatt bei den 1.600 Kalorien. Kein Coca-Cola-Mix, also natürlich Wasser. Natürlich dachte ich an das andere Zeug, aber immer, wie gesagt, in der Zero-Variante, nicht in der anderen Variante. Aber es ist natürlich immer dabei, immer am Start. Das macht. Man kann einfach nicht aufhören. Das ist das Problem bei Gummibärchen. Also,
unglaublich süchtig macht. Also man kann eine, man kann irgendwie eine Packung oder die ganze Packung auf einmal vernichten. Also zack, ist sie weg. So ein Schnipp und dann ist sie weg. Ungefähr so, ja. Ja, mach sie weg. Das war's jetzt zu dem Video. Abonniert den Kanal. Das ist eine Abonnierfunktion. Subscribe to this channel. Lasst einen Kommentar dazu da. Gebt dem Video einen Daumen hoch. Checkt die Links darunter ab. Instagram, Facebook, TikTok, Snapchat. Und natürlich hier den YouTube-Kanal. Ist auch verlinkt darunter. Teilt es mit euren Freunden. Gebt dem, wie gesagt, gebt dem Video einen Daumen hoch. Kommentiert es. Und schaltet dann bis zum nächsten Video. Schaltet das nächste Mal wieder ein. Bis dahin, ja, John Bryan. Peace. John Bryan hier. Peace. Ciao, ciao. Ciao, ciao, hä? Warm ist das Video drin, hä?